Sehe ich aus, als wollte ich plaudern? Nein. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in Sanctuary Hills und haben, ja, im letzten Part den Minutemans geholfen. Lange, lange hat es gedauert, bis ich geschnallt habe, was wir tun müssen. Ich muss gestehen, ich war ja damals noch eine Fallout-Anfängerin, sei es mir verziehen. Ja, auf jeden Fall, ich habe gesehen, ich brauche noch eine Waffe. Eine Waffe. Ja, nehmen wir den wieder. Es ist 15 Uhr. Passt. 15 Uhr schon. Wo wir gerade das Radio hören, das schalten wir gleich mal aus. Da. Und wir gehen gleich die nächste Quest an. Wir haben den Minutemans, wie gesagt, geholfen. Aus dem Feuer. Oh, aus dem Feuer. Begib dich zur Finch Farm. Da. Da haben wir es schon. Die habe ich gesucht, die Quest. Finch Farm. Die Finch Farm. Da schnell hin. Jo. Was? Ich will dahin. Ach so, Markierung. Nein. Da müssen wir uns hier hinporten. So. Und da müssen wir zu Fuß dorthin laufen. Okay, weil diese Farm braucht, glaube ich, Hilfe. Und der werden wir jetzt auch helfen tun. Zumindest ist da mal was aufgeploppt, als wir in der Burg verweilt haben. Na komm her, Ladebildschirm. Oder Frau Ladebildschirm, ist ja wurscht wie. Mach weiter. Fertig? Jetzt? Jetzt? Fertig? Jetzt? Nein? Jetzt. So, wir müssen da lieber. Oh. Ein Gunner. Ein Corporal Gunner. War das gerade die Edda? Der ist einmal hin. Da ist noch einer. Ein legendärer Gunner. Vorsicht, Ma'am. Ich glaube, wir sind nicht allein. Da hast du recht. Ah, da ist er. Jetzt? Ja, wir haben es getroffen. Das ist auch nicht schlecht. Hallo, hallo. Nein, nicht so. Ja, das wollte ich jetzt gerade eigentlich nicht. Ich wollte jetzt... Er ist mutiert. Boom. Bam. Nein, nicht da, da. Jawohl. Boom. Wir nehmen nur... Okay. Ich wollte jetzt nur gerade sagen, dass wir hier vielleicht nicht unbedingt alles mitnehmen. Also Rüstung lasse ich wieder liegen. Nur, wo ist denn die gestorben, sagen wir mal? Da. Nur, so. Die Waffen nehmen wir mit, die Rüstung lasse ich liegen. Weil, wie wir das schon schleppen, müssen wir die Wahnsinnigen. Da drüben ballern sie. Und noch irgendwo wird geballert. Da! Du Klumpert! Bam! Boom! Bam! Au! Da oben. Alter, Alter! Ja, komm! So, du kriegst auch eine ab. Oder auch nicht. Ist der schon hin? Jupp. Der ist auch hin. Der ist mit Fuß hängen geblieben. Und da hat er Pech gehabt. Ich hab's kaputt gemacht. Was?
Servus. So, jetzt ist finster. Wo ballert da jemand? Ich krieg's gerade nicht mit, wo da wer schießt. Ich lasse mich schon wieder aufhalten, das gefällt mir gerade gar nicht. Ja. Oh mein Gott. Mhm. Toll. Na, ja, hier geht die zu. Du Sautür, du Dreckige. Ja, ja, bin gerade dabei. Scheißfalle da, Elendige. So. Auch alles mit. So. Schade, da kann man nichts mehr verwerten. So, da ist auch nichts. Was haben wir denn da? Jetzt räume ich da schon wieder eine Hütte aus, die ich gar nicht ausräumen wollte. Oha. So ein Dreck, so ein Dreck, so ein Dreck, 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 lalala. Lalila, lalila, lila. Das war's? Der eine Sack. Du Sack. Mehr war nichts. Gut. Dann zum Wetter. Malpinsel. So. Ich würde sagen, wir schleichen uns hier wieder. Das Zeug hier, also, ne. Ist hier noch was Interessantes? Na. Hoffentlich finde ich jetzt wieder raus, sonst muss ich mich kurz rausporten. Ah, hier drüben irgendwo war es, ne? War es hier durch? Na, falsch. Ah, schau mal, eine Falle. Ja. Yeah. Was? Jetzt ist da eine Bombe. Du Drecksbombe, du Depperte. Sind wir jetzt wieder frei? Ich hoffe. Weil wir müssen nämlich darüber. Das ist ein Haifisch jetzt, oder? Nein, ein Delfin. Ein mutierter Delfin. Oh. Na, servus, Kaiser. Wasser. Nichts gut. Normalerweise. Ah, ja. Kommen wir eh von drüben wieder rauf. Tada! So. Finch Farm. Wer ist verschwunden? Wer? Oh, hallo! Steht hier jemand? Servus. Ich glaube, der hat gerade Arschloch zu mir gezeigt. Daniel Finch. Hallo. Ist hier noch jemand, der aufs Fresse möchte? Entschuldigung, jetzt habe ich zu viel mitgenommen. Hey, das war's? Du. Tut mir leid, ich dachte, hallo. Du wärst einer dieser wahnsinnigen Geschmiedeten, aber du hast die Verbrennungen nicht. Eine Gruppe von ihnen hat die alte Eisenhütte eingenommen und sie schießen auf jeden, der sie nur ansieht. Was ist ein Geschmiedeter? Wer sind die Geschmiedeten? Ein Haufen aufgeblasener Raider, besessen von Feuer und Metall. Mein ungeratener Sohn Jake hat sich des Nachts zu ihnen geschlichen. Toll. Er hat das Schwert meines Opas mitgenommen. Das war fast so etwas wie ein Erbstück. Wenn du wirklich toll. Bei den Minutemen bist und helfen willst, würde es mir viel bedeuten, wenn du das Schwert zurückbringst. Okay, Jake. Was ist mit deinem Sohn Jake? Ist dir egal, was mit ihm geschieht? Ich habe keine Raider großgezogen. Hm. Also für mich ist er gestorben. Boah, das ist hart. Bring Jake aus Dingens zurück. Jawohl. Über die Geschmiedeten. Kannst du mir mehr über die Geschmiedeten erzählen? Angeführt werden sie von einem Typen namens Slag. Sie kamen vor ein paar Monaten ins Commonwealth und fingen an zu rekrutieren. Bisher haben sie nur die Leute eingeschüchtert, aber so schnell wie die wachsen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es schlimmer wird.
Ein Schwert? Nach was für einem Schwert muss ich suchen? Ein altes Vorkriegsschwert, aufgemotzt, um Flammen zu verschießen. Jake dachte wohl, deswegen dürfte er beitreten. Also, was sagst du? Wie ist die Bezahlung? Wie viel krieg ich dafür? 150 Kronkorken. Wow. Sarkastisch. Ich finde es... Ich werde es finden. Du tust mir einen großen Gefallen und ich werde mich erkenntlich zeigen. Sehr gerne. Machen wir doch. Du kriegst... Warte, Bekleidung, kriegst du ein bisschen was zurück, weil das Klumpert braucht man nicht. Wirklich nicht. Das kannst du auch haben. So, passt. Gut. Wo sind diese? Wo sind die Schweinebacken? Ach, das ist echt nicht weit. Da lang. Ach ja. Das ist echt nicht gut, wenn Kinder, wenn Menschen sich solche Leute zum Vorbild nehmen. Das ist gar nicht gut. Boah, schon mal heller leuchtet alles. Bedrohlich rot. Hallöchen! Nö, ich mache eigentlich keine Witze. Ich baller euch ab, so einfach schaut es aus. Und das ohne großes Hahaha. Oh, ich wollte den Mond abschießen, hoppla. Vollmond haben wir auch. Was? Oh. Yeah. Yeah, wup, wup, wup. Level up erhalten. Ich muss da mal weg. Was? Hallo. Boah, ich mag die Power-Rüstung. Die ist doch... Au. Hallo, hallo. Na, du Mistfink? Ey, der wird gerade voll abgebrannt. Hallo, hallo. Das gehört sich aber gar nicht, du Krippel. Bitte was? Sophie, wie redest du denn? Ist ja wahr, ist doch ein Arsch. Edda, geh mal kurz. Oder so. Was wird. Da ist ja auch so ein Watschka. Boom. Hat's wehgetan. Du haust mich? Echt? Das sehe ich anders. Boden. Da oben. Ja, hallo. Boom. Bäm. Und ein bisschen nachladen. Supi. Da hast du recht, meine Gute. Aber eins möchte ich noch gerne machen, und zwar Hilfsmittelchen. Was zu essen wäre nicht schlecht. Wir verlieren gerade nicht so viel Damage. Das heißt, wir können mal Sachen futtern, die, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt so viel heilen Täten tun. Wie der hier. Also, rein damit. Wo ist denn schon wieder wer? Da oben? Nö, hallo? Haben die da oben jemanden... Ich dachte, die haben jemanden da oben aufgehängt. Wie auch immer das gelingen hätte sollen. Den Hammer, den Hammer. Ist irgendwas drin? Tatsächlich. Das erwische ich nicht mehr. Da ist die Edda zu nah dran. Aber jetzt. Was? Hallo. Na, eigentlich nicht müde, aber... Du bist müde. Ich hab's gemerkt, du hast schon so rote Augen. So, Flammenwerfer. Da liegt jemand. Die Buffen. Naja, die hat eigentlich gar nicht so schwere Sachen, oder? So, das können wir eigentlich alles mitnehmen. Das ist gar nicht so wild, wie mir scheinen tut. Edda, ich bin schon überladen. Sicher, werfen Sie einen Blick darauf. Ja, bitte schleppen helfen. Boah, ey, ne? Raketenwerfer, na toll. Wer hatte den denn bitte bei sich? So.
Ja, das gehen wir dabei auch mit zum Tragen. Ist eh wurscht. Das ist so wurscht hier da. Und Schrott. Ich hoffe, sie kann noch viel schleppen, die Gute. Ja, Bild, was geht schon noch bei ihr. Danke, Edda. Mal ist das leicht. Oh, ich fühle mich wie eine Fee. So leicht, ja. So. Alle Gammler, die erschossen worden sind, bitte einmal Hände hoch. Wie die nie mitmachen. Es ist ein Wahnsinn, wie demotiviert die sind. Die machen nie mit bei solchen Geschichten. Echt. Das ist so langweilig mit denen. Wie willst du da Animationen aufbauen und wenn keiner mittut? Echt? Das ist. Animationen, Animator. Wie heißen die? Animateur, Animator, ich glaube so irgendwas, ne? Bei den Urlaubsdingens, ne? Die einem da zum Mitkasperlen anregen sollen. Wie kannst du sowas sagen? Da. Darüber. Hallo, Herr Terminal. Frau Terminal. S-Terminal. Tast-Terminal. Scheinwerfersteuerung. Boah, die ist mir jetzt exakt auch wurscht. Aber von mir aus können wir das eh ausschalten. So. Systemdiagnose. Zwei Scheinwerfer verknüpft. Knoten, Dings, bla bla. Scheinwerfer offline. Keine Eindringlinge entdeckt. Eindringlinge. Oh, Essen. Für die Minutenmänner. Für die Minutenmänner. Die Minutenmänner. Eine Angel. Aha. Oh, T-Shirt. Gut. Puh. Jetzt sind wir schon eigentlich voll wie ein Christbaum, oder? Zusammen mit Edda. Weißt was? Weißt was? Wir porten uns noch ganz, ganz fix zu den Minutemens. Minutemens heißt das. Ja, ich weiß. Minutemann. Nein. Minutemen. Wo sind denn die? Hä? Ah, da. Entschuldigung. Die Kanone. Bauen hier ganz schnell ein Feld auf, damit wenigstens einer von den Minion-Herren und Damen da ja, was zu essen machen können. Auch Wasser stellen wir denen bereit und dann ist schon gut. Das machen wir noch ganz fix, um ein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Jo. Und dann questen wir auch schon weiter. Stimmt, wir haben einen Skillpunkt zu vergeben, ne? Das muss ich auch noch machen. Müssen Täte tun sollen. Dann lass ich mal kurz danken. Ja. Also, das Bau von Menü. Ressourcen. Essen. Wir haben hier ein Flaschen von der Kürbis. Hm, wo wäre denn hier ein schöner Ort für einen Garten? Da herüben, oder? Da. Wird doch gar nicht, mal so schlecht die Sonne scheinen, oder? So. Karottis. Einfach mal so. Schau, kommt da irgendwie was schon. Ja, genau. Dann Klingenkorn, den Boschen können wir hier pflanzen. Oh. Dann ein bisschen Mais. So. Den zweiten vielleicht darüber. So irgendwie. Bisschen platzsparender. So. So. Dann haben wir noch eine hübsche Melone. Hat die hier vielleicht noch Platz? Ja, so, Sommer. Dann eine Mutabeere. Die können wir noch darüber, wenn sie Platz hat. So ist sie hübsch. So. Dann noch eine Melone hätten wir sogar. Oh, dann gibt es halt mehr Melönchen. So. Dann die Tao-Pflanze. Geht die noch? Da wird sie nicht, ne? Funktionieren. Dann vielleicht, weil sie eh ein Gestell hat, vielleicht so her. Die vielleicht so. Jo, bitte. Hätten die schon was zu. Oh, okay. Wasser haben sie sogar. Nein, nicht in die Werkstatt. Die haben sogar Wasser. Wer hätte das gedacht?
Alle Minutemans, die nichts zu tun haben, bitte mal kurz Hände hoch. 9 Uhr hier bei Radio Freedom. Alles ruhig. Sagt er das rein? Passt auf euch auf, Leute. Mein Fusionskern ist im Arsch. Hallo, Burschen und Mädels. Wo sind denn die alle? Wie hier so gar niemand irgendwie herumstrawanzt. Na, du willst nicht arbeiten gehen? Da ist einer. Bist du Wachmann? Nein. Bist du ein normaler Siedler? Na, Minuteman. Bitte, betreibe mal das Feld hier. Sehr gut. Jawohl, genügend Essen haben sie da. Perfekt. Schutz ist auch da. Sehr gut. Kann man das hier verlassen? Und wir können die verlassen. Oder weißt du was? Ich hau mal den ganzen Schrott. Edda, komm her. Gib mir, was du hast. Handeln? Nein, erhöhen, um genau zu sein. Gib mir alles, was du hast. So. Weg mit dem Zeug. Ja. Plasmagranaten, ja, tun wir auch mal weg. Raketenwerfer sowieso, das tun wir auch weg. Den Schlagstock tun wir weg, das lassen wir, das tun wir auch weg. Kleideunge. Eleganter Hut. Mhm. Gammler Outfit, brauchen wir alles nicht, nein. Die natürlich müssen wir behalten, wo ich immer noch nicht weiß, wohin damit, das muss ich auch mal nachgügeln. So, das kann alles weg. Ja. Das sollte passen. Jo, Gott sei Dankchen. Alles gut. So, und wir schleichen uns schon wieder hier hin. Na, wo ist er schon? Da. Okidoki. Sehr gut. Hui, Karamba. Karamba, karamba, karambam, bam, 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 bam. Wie gesagt, ich werde jetzt echt schrottmäßig, teilemäßig, ich werde die Rüstungen alle liegen lassen, die brauchen wir echt nicht. Ich werde nur Munitionen und Waffen mitnehmen, weil die Waffen kann man super verwerten. Apropos Killpunkt, wo wir schon bei Waffen verwerten sind, ich glaube, da gebe ich jetzt mal einen Punkt dazu, wenn es noch geht. Hier. Da sind wir fertig, ne? Schnorrer. Das haben wir auch schon fertig. Was ist das? Schatzsucher. Oh. Das wäre auch so eine Geschichte. Aha, Waffenfreak und das wäre aber auch nicht schlecht, ne? Das wäre alles nicht schlecht. Geboren. Ja, was hätten wir da? Wiederverwerter, da ist er. Mehr Gegenstände, das nehme ich jetzt mal mit. Okay. Pschu! War, glaube ich, eh schon der letzte Punkt, kann ich mir vorstellen. Gut. Automatisch speichern. So, wir... Wir gehen jetzt in den Dungeon. Wie gesagt, ich nehme nur das Nötigste mit. Schrott haben wir sowieso recht viel. Und das werde ich dann alles mal in die Vault reintragen. Bei passender Gelegenheit. Ja. So schaut mein Plan aus. Ich will da jetzt schneller durchrushen. Sowieso generell. Weil, ja. Bitte was? Habt ihr gerade scheiße geil gesagt? Geschmiedeter, der ist einmal weg. Da war ja auch einer, oder? Da ist sie. Alter. Alter. Hoppala. Das war ein Volltreffer.
Boah, darin muss warm sein. Du bist so immerjährig. Nur meine vorliegende Brücke war so blöde Kuh. Dann will ich dir nie verzeihen, du Arschloch, du Dreckig. Ja. Das wirst du bereuen. So ein Wehrbeißer. Hallo? Von wo? Von da. Und bam. Alter! Das war jetzt aber nicht nett. Die mit den Raketen. Alter, wen haben sie denn da verkohlt? Alter Schalter! Halt, was? Irgendwas stecke ich gerade. Nein, nicht stecken. Hallo? Bitte nicht kaputt gehen. Hallo? Ach komm. Herzlich willkommen zurück. Da hat's mich gerade aus dem Spiel geschmissen. Wir machen das jetzt nochmal ganz... Au! Ganz schnell, wollte ich sagen. Ja. Ich hoffe, dass wir jetzt da besser durchkommen. Da ist noch Aluminiumdöschen, ne? Ich muss die Gegner besiegen, bevor Edda schneller ist wieder. Ich glaube, sie war gerade schneller. Da oben ist wer. Hoffentlich treffe ich was. Jawohl! Da ist noch jemand. Irgendwo schmeißt da noch wer was. Na, wo bist denn du? Scheiße! Sie verloren. Hä? Ah, ober uns wahrscheinlich da wieder irgendwo quatschen. Der Dominus. So. Da ist so ein Kratler. Hallo. Und tschüss. Hi Edda, wo kommst denn du jetzt her? Da ist ein Scheißhaus, sehr schön. Wie redest denn du mit mir? Ich werde dir gleich kleine Schlampe geben, du Mistfink, du Dreckiger. Wie der mit mir redet. Hast du aber schon mal gesehen? Wer ist denn da? Wenn ich dich zwischen die Finger krieg, Büschchen, dann ist für dich Feierabend. Für immer, für immer, für immer, für immer. Aha. So, Knochen, Knochen, Knochen. So, dann gehen wir mal ruf hier. Hallo, Mama ist da. Arschloch, wo du sein? Aschen von der Becher. Da ist irgendwie niemand. Piep. Piep. So, das nehmen wir alles gerne mit. Mit. Da ist auch was drin. Döschen. Hm? Da ist noch was. Kaliber. Was? 50? Kaliber 50. Kaliber 50. Oh ja. Dabdaraba. Babdaraba. Da hinten ist ein jattes Büble. Triff ich nix. Jetzt aber. Boah, da gibt's kein Verstecken. Brauche ich nicht. Zementsackel, den nehmen wir gerne mit. Eine Schaufel. Da, Karotte. Karotte. Fürs Hundertl haben wir auch was Schönes. Na du. Da ist auch noch was, den müssen wir entsperren. Bah, auf Anhieb geschafft. Auf Anhieb. Cool. Zack. Cool. Wie redest denn du? Hallo, das sind Leute, die zuhören. Du Griebel. Ja. Falle. Glaubst du, ich sehe dich nicht?
Oh ja, ich mach bei dir auch gleich kurz und schmerzlos. Okay, nix Falle. Wie der mit mir redet, Alter. Oh. 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 Wow. Hui. Echt, wie der mit mir redet, oder? Überhaupt keine Manieren. Wie viel mich ich gekriegt. Der kleine Mistkuh da. Das sind sie ja. Schau mal. Habe ich nichts erwischt? Nope. Na komm her. Brauchst du nicht. Na wo ist denn der? Au. Da rennt er. Boom. Och, bist gestolpert. Och, mei, das tut mir jetzt aber leid. Ach, sowas. Ach, das kann schon mal passieren. So, was haben wir hier noch Schönes? Ein paar Flaschen. Du Flasche. So viel Sauhaufen hier, ne? Eine Farbe von der Dose. Lumpert, du Schirrs. Da, hin ist er. Du Glumpert. Du Glumpert, du Glumpert, du Glump, Glump, Glump. La, la, li, la. Du Glumpert. Du Schirrs Glumpert, her mit deinem Zeugs. La, li, la, la, li, la, la. Überall sind so Bauerrüstungsstände, ne? Also theoretisch könnte man da immerfort unser drum heilen tun, also reparieren tun, heilen, genau. Ich hole meine Rüstung. Geht schon wieder raus? Na, ha. Hör auf, du. Puh, jetzt sperren wir das mal. Halt. Oder soll ich vielleicht lieber entsperren? Jetzt gehen wir nämlich raus, ne? Ist halt wieder ein Ladebildschirm. Mist. Ich hätte gehofft gehabt, ich könnte schnell genug nach rückwärts gehen, dass ich das vermeiden könnte, aber nee. Dann halt einmal raus, vielleicht kriegen wir da einen neuen Portpunkt. Vielleicht. Na los, lade. Lade. Na, hü hat. Ah. Ja. Gut, dann gehen wir da rein. Ironworks. Da bidi bida, di bidu bidi, du bidu bida, di bidu bidu bida, du bidu bida. Licht? Passt. Du bidi bida. Schau, was liegt denn da noch? So, da. Wo geht's hier ran? Rang, Hochofen. Hier geht's rang zum Hochofen. Rapida. Wenn sie versucht abzuhauen, töte sie. Du musst ziemlich stark sein, wenn du es hierher geschafft hast. Wer bist du, du Mörder? Wer bist du denn überhaupt? Ich bin Slag. Und wir sind die Geschmiedeten. Und du? Du bist jemand mit Mumm. Das gefällt mir. Siehst du, Jake, hier ist jemand, der meine Zeit wirklich wert sein könnte. Nicht wie du. Sie aber werden mich töten. Ich hab dir alles gebracht, was du wolltest. Dinge von deiner Familie zu stehlen, beweist nicht deine Stärke, Junge. Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert, das du mir gebracht hast, noch eine letzte Chance erhalten. Töte den Gefangenen und zeig mir, dass du doch zu was Nütze bist. Du hast gesagt, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Die Leute sind keine Gefahr für uns. Zeig mir, dass du töten kannst. Entweder du oder er. Oh Gott, was soll ich tun? Geh weg, Jake. Geh weg, Jake. Das musst du nicht tun. Bitte, lass mich gehen. Was du hast du recht. Tun, Jake? Ich will das nicht tun. Ich will nur nach Hause. Letzte Chance, Jake.
tötest, bevor ich bis 3 zähle. Ist es? Hallo. Was? Hilfe! Hi! Soll ich den jetzt umhauen? Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Alter. Scheißkerl. Geh erstmal weg. Ah, weg. Na leid. Etwas weglaufen sollen. Lebt Jake noch? Oder ist er jetzt auch gestorben? Ist jetzt die Frage. Ist Jake? Ist er jetzt weg und wo ist Ada? Alter. Bin ich überladen? In der Schrift für Glumbert aufgehoben. Ich glaube, du kannst ein paar Sachen wieder haben. Das hier und dieses und das hier und dieses auch. Nein, ich weiß das nicht. So. Aber dieses und das und das. Und das auch. Das brauche ich auch nicht. Scheiße, ist Jake jetzt tot, oder? Erlebt. Entschuldigung. Warte. Tut mir leid, ich hab's vermasselt. Ich war in Panik. Warum beigetreten? Was hast du überhaupt bei dem Typen gemacht? Ich dachte, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Und ich könnte für meine Familie sorgen. Ich weiß es nicht. Gott, mein Vater hat recht. Ich bin so ein Idiot. Ich sollte wohl versuchen, zu Hause alles ins Reine zu bringen. Das wäre eine Idee. Ich hab zwar kein Recht, dich darum zu bitten, aber wenn du mir beim Erklären hilfst, dürfte es mit meinem Vater einfacher laufen. Wenn du ihm das Schwert meines Urgroßvaters bringst, wird sich das für dich lohnen. Er versucht immer fair zu sein. Ich warte an der Überführung in der Nähe der Farm. Alles klar. Dann haben wir das doch gut gemacht. Halleluja, Maracuja. Gott sei Dank ist Edda mit ihm abgehauen. Das war ganz schlau. Danke, Edda, dass du ihn da beschützt hast. Das war sehr, sehr gut, Mädel. So, wir können hier abhauen. Ich glaube, das sind wir soweit fertig. Wir liefen gar nicht mal so schlecht. Und du? Gefangenen befreien, mir sicher. Vielen Dank. Ich verschwinde von hier. Ja, bitte. Entschuldigung, ich hätte dich gleich befreien sollen. Ein Gammler-Outfit. Oh, ich glaube, kann man mitnehmen. So. Was haben wir hier noch Schönes? Knochensäge. Ist ja ekelhaft. Echt. Wenn ich nochmal zurück könnte, würde ich die gesamten Raider ausradieren. Echt. Irgendwann werde ich das Spiel sicher nochmal durchspielen, privat. Vielleicht machen wir auch ein, wie heißt das, Replay oder so, ne? Wäre ja auch eine Idee. Wir hauen hier jedenfalls auch mal ab. So. Und der Part ist auch zu Ende. Zumindest gleich mal. Ein paar Minütchen noch. Jo. Ich würde sagen, wir reden noch schnell mit dem... Wie da jetzt richtig? Wo ist Jake? Oh, da ist ja noch jemand. Hallo. Verstehst?
Oh, da ist ein Arm. Und was hast du noch Schönes? Jo, das kann man theoretisch mitnehmen. Ach, fucky. Ada? Ja, du musst mir bitte schleppen helfen. Es wäre sich fast ausgegangen, dass ich das alleine tragen hätte können. Aber wie gesagt, nur fast. Das ist kein Problem, Ma'am. Ich helfe Ihnen gerne tragen. Mei, du bist so umsichtig, meine Gute. Ach, das ist so wahr. Das ist so angenehm, mit dir durch die Welt zu reisen. Oh, ich fühle mich geehrt. Ja, ne? So, das reicht mal. Was hätten wir hier noch Schönes? Oh. So. Durchs Gestrüpp, wo ist er? Er ist da irgendwo, ne? So. Ui, Reka! Na, wo ist er denn? Da? Ah, da ist er. So, mein Bester. Die Waffe tun wir weg. Ey. Ich bin so nervös, ich muss mich gleich übergeben. Okay, cool. Mal los. Ist schon gut. Nicht so aufregen. Ist schlecht fürs Herz. Das kriegen wir schon hin. Wir reden da immerhin von deinem Papa. Und ihr könnt mir eines glauben, Eltern haben ein großes Herz. Ich weiß nicht, es trifft nicht auf jeden zu, aber in der Regel verzeihen einem die Eltern immer, wenn man sich ehrlich entschuldigt. Was? Jake ist wieder da? Gott sei Dank. Papa, bitte, ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Ich dachte, wenn ich bei Ihnen bin, könnte ich Sie davon abhalten, uns zu überfallen. Ich will niemanden verletzen. Mir egal, was du dachtest. Ich hab gesagt... Abraham Francis Finch, das reicht jetzt. Mama ist... Halt den Mund, oh. Jake. Wenn ich noch ein Wort von euch höre, schält ihr das ganze nächste Jahr Kartoffeln. Seit Jahren streitet ihr euch und ich dachte, ihr könntet eure Probleme vielleicht selbst lösen. Abraham, dein Sohn ist ein erwachsener Mann. Und wenn er sich auch so verhalten soll, behandle ihn nicht mehr wie ein Kind. Jake, dein Vater und ich waren da draußen und wissen, dass es gefährlich ist. Wir möchten nur, dass du bereit bist. So, das war's. Und wenn ich jetzt noch ein Wort von irgendwem höre, dann... Da hat es wieder. Mamas Standbauke, die bringt selbst, ja, den heißblütigsten Mann zum Schweigen. So. Na, ihr Streithähne, alles gut? Sie hat recht. Ich war ein Dummkopf. Ich kann dir gar nicht genug danken. Hier sind die Kronkorken und ein Bonus, weil du meinem Jungen geholfen hast. Okay. Ich finde, du solltest das Schwert behalten. Was? Opa würde sich freuen, wenn er wüsste, dass damit Menschen geholfen wird. Moin, danke. Und mit dir jetzt auch alles gut? Danke nochmal, ja, dass gern. Du mich hier rausgeholt hast. Keine Ursache. Was fehlt euch denn? Habt ihr alles? Können wir euch irgendwas Gutes tun? Wir haben ein bisschen Schrott dabei. Ich sehe schon, euch fehlt es mal an Wasser. Könnten wir... Haben wir genug Lumpert, dass wir ein bisschen Wasser wenigstens bauen können? Ja, haben wir sogar. Wir können denen einen zweiten Wasserdingens bauen. Ich würde sagen, den machen wir gleich daneben. So. Entschuldigung. Ich wollte hier nur kurz mal bauen und so. Danke. Und Schutz wäre nicht schlecht. Irgendwann müssen wir mal eine gute Frau für dich finden, Daniel. Selbst wenn ich für sowas Zeit hätte, und die habe ich nicht. Wer interessiert sich schon für mich? Okay. Die Frauen im Commonwealth stehen nicht gerade Schlange, um Farmer zu heiraten. Dann brauchst du eine von einer Farm. Davon gibt es reichlich. Das Abernathy-Mädchen ist doch gut. Obwohl ihre Mutter eine Hexe ist. Und dieses Mädchen, der Horix. Wie heißt die noch? Jones? Jenny. Die ist zu jung für mich. Sehr gut. Und Lucy Abernathy hat nur Augen für Hawthorne. Da ist sie die. Mach dir keine Sorgen, mein Sohn. Dankeschön. So, jetzt sind wir hier fertig. Wir gehen noch ganz schnell zurück zu Preston. Verdammt, wir haben schon extrem viel Überlänge. Es tut mir sehr leid. Also noch einmal kurz zurück zu Preston. Ihm das bekannt geben, was wir gerade gemacht haben und geschafft haben. Vielleicht hat er auch einen neuen Auftrag für uns. Ansonsten werden wir eine andere Quest mal tun. Jo. Vielleicht vergibt uns ja doch ein bisschen der Preston. Vielleicht ist er auch nicht so, also nicht mehr lange ein ja, verstimmt, sage ich mal. Er muss das ja so sehen. Wir können so die Raider im Zaum halten. Preston? Da hinten ist er. Oh, Entschuldigung, Mama Murphy. Entschuldigung, ich
glaube, ich habe hier gerade die Kniescheibe ausgedrückt. Das werde ich nie wieder. Doch, gute das tust Neuigkeiten. Du. Die Finch Farm hat sich uns angeschlossen. Okay, gut. Was wollte ich hören? Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Ja, damit ja. Bringst du unsere Sache voran. Mach mal, ich esse mal was. Aus dem Feuer. Sehr gut. Und nächste Quest. Was gehen wir denn als nächstes an? Ich würde sagen, den Erforschen. Ah, da sind wir noch gar nicht fertig. Oh. Nehme ein Landhaus an der Küste. Das können wir machen, das hört sich interessant an. Späher der Minutemen haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Allerdings wimmelt das dort von Feinden. Preston hat mich gebeten, den Ort zu säubern, damit wir dort eine Sendestation errichten können, um Siedler anzulocken, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Ja, feindliche, großer Hausboots, finde ich die feindliche Außenposten. Denn das muss man gleich noch lassen, ne? Geteiltes Haus, das wäre auch nichts. Weißt was? Lassen wir das mal mit der Küste. Fangen wir von unten nach oben an. Was ist denn das? Untersucht das Erkundungsteam der Bruder unterstütze. Nein, das müssen wir auch lassen. Was haben wir da für Ordnungssorgen? Bring in dringend das Versteck des Mechanisten ein. Ja, vielleicht. Ich probiere es. Hat das was mit der Ding zu tun? Rede mit Edda. Na, oh, mit Edda. Das ist die Dings-Quest. Okay, das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. So, ich entschuldige mich dann schon mal für die bisschen Überlänge, die wir da haben. Ich glaube, 6 Minuten haben wir schon wieder. So ungefähr. Und bedanke mich abermals fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich werde noch schnell unser Inventar entleeren. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Vielleicht so einen schönen, wie wir es hier gerade haben. Jedenfalls, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!